Freitagmorgen. Willkommen zurück im Frühcafé mit Besuch. Jörg Petersen ist da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, moin moin. Du moin moin. Hattest ja schon eine weitere Anreise oder naja, halbwegs weit. Du bist aus Lübeck hergekommen mit dem Zug. Wie war's? Ja, es war ein bisschen zäh alles, ein bisschen früh alles. Viel mit Warten und hat es zu tun. Und die alternative Auto war dann doch der Zug besser morgens mit dem Frühverkehr. Aber nur habe ich es geschafft und ich bin hier und ich freue mich. Sehr gut, wir freuen uns auch. Du hast einiges mitgebracht. Da wollen wir gleich mal ausführlich drüber sprechen. Vorab, du bist Künstler, du bist Fotograf und Maler. Und du warst über 30 Jahre lang Fotograf, in aller Welt unterwegs. Ja, als Modefotograf. Modefotograf. Ja. Unfassbar viel erlebt, unfassbar viele Leute kennengelernt. Das kann man so sagen, ja, ich habe also die ganze Welt gesehen, habe sie bereist, habe Produktionen für die namhaftesten Hersteller, Modehersteller dieser Welt gemacht. Mit entsprechend schönen Frauen natürlich, bekannte internationale Models. Und so war ich zum Beispiel schon in den 80ern, in Nepal. Mhm. Das war ein Erlebnis damals für mich, ich werde es auch nie vergessen. Und so kommt es wie an einer Perlenschnur lauter wichtige Stationen in meinem Leben. Verschiedene Wohnorte, verschiedene Location, was die Fotografie anbelangt. Viel in Miami, viel in New York. Also es war spannend. Das glaube ich dir gerne. Du hast uns was mitgebracht. Man kann es da auf dem Tisch so ein bisschen erkennen. Und zwar diese aufgeklappte Weltkarte mit den ganzen Stationen, diesen ganzen Pins, wo du überall gewesen bist. Unfassbar. Und da nochmal dein aktuelles Buch zu sehen. Da geht es dann nämlich eher um Gemälde. Seit 15 Jahren malst du. Richtig. Autodidakt. Vielleicht das fotografische Auge, aber dir sämtliche Techniken selbst beigebracht. Das ist wohl wahr, ja. Zum Erstaunen sämtlicher Experten, die mir das einfach nicht geglaubt haben, gesagt, welcher Professor, welche Akademie. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Professor ist hier drin und die Akademie ist da oben drin. Und dann habe ich das versucht mit den Händen. Nur hat mir natürlich sehr meine Fotografie geholfen. Der richtige Blick, Perspektiven, Lichteinfälle etc. pp. Und dann habe ich angefangen mit meinen bekanntesten Fotos. Die habe ich dann umgeswitcht in Pop-Art. Ja. Pop-Art hat natürlich den Vorteil, du hast keine Zwischentöne, alles nur Volltöne. Und so waren meine ersten Arbeiten entstanden, so sind sie entstanden. Und daraus entwickelte sich dann, habe ich dann irgendwann mal gesagt, jetzt muss ich auch mal realistisch versuchen zu malen. Und dann kommt Surrealismus und Tod und Hölle, was da alles kam. Und ich habe mir das alles beigebracht. Du hast mir gestern eine E-Mail geschickt und gefragt, ob du mir mal 10 bis 20 Bilder verabschicken darfst. Ja. Es waren, glaube ich, sogar 26. Ja. Und wir haben mal 5 ausgesucht. Das ist gut. Das ist wirklich eine kleine Auswahl von unfassbar vielen Bildern. Wir können mal ein paar zeigen, ein paar von deinen Werken. Was sehen wir zum Beispiel? Was ist das für ein Bild? Das ist Ballettszene natürlich, wie man unschwer erkennt. Im Hintergrund das Theater und Titel würde ich mal sagen Schwanensee. So. Das passt. Das passt. Das passt. So, wir haben noch eine Auswahl. Ja, das liebe ich sehr. Das ist mein Surrealismus. Ja. Und wie man unschwer erkennt, eine Frau hat nicht so eine Haare, die wird auch nicht schneeweiß nackt rumlaufen. Meistens nicht. Ne? Meistens nicht. Und naja, und die beiden Typen sind auch etwas schräg. Und das ist wie so ein Bazar, der verkauft einen kleinen Affen. Mhm. Und das ist die ganze Story im Grunde und behind. Das liebe ich auch sehr. Ein später Gast heißt es. Das passt. Ein später Gast, das passt. Sie hat die Flasche mitgebracht schon und eine Lady, wunderschönes Kleid und sie läuft da also irgendwo dann zu der Location, wo sie hin will. Das sind ein paar von deinen Werken. Oh, ich sehe, wir haben noch eins, das können wir auch noch mal zeigen. Ja. Blende das mal ruhig ein, liebe Kollegen. Ja, das ist auch wieder so ein Surrealismus. Wenn man es man sieht es wahrscheinlich im Kopf, spielt sich da einiges ab. Ja.
wie es tunlichst ja sein sollte bei Menschen. Und vor allem bei Künstlern. Und vor allem bei Künstlern. Das liebe ich auch sehr, The American Way. Das ist... Oh, der Cadillac passt gerade so in die Garage, ne? Ja, ja, das Dach von das Garagentor liegt auf dem Dach. Weil er nicht ganz reinpasst, ja. Und man muss sich das so vorstellen, dass es etwa so in den 50er Jahren war. Ja. Laut Brille und Kopftuch und Lockenwickler und das ist ein typical American Photo. Genau, da ist der Einfluss der USA, dann haben wir eben diese Bazar-Szene gehabt. Ja. Sind das auch Erlebnisse aus deinen Weltreisen, natürlich, die dich da inspirieren? Ja. Was auch immer ich male, es passt irgendwo in irgendeine Fotosession, die ich gemacht habe, passt immer rein. Ja. Wer sich jetzt für dich und deine Arbeit und die Bilder interessiert, der kann die Ausstellung besuchen. Ja. Und zwar in den Asiatica-Galerien vom Mikado Verlag. Jürgen Hunke. Gibt es ja hier in Hamburg, Timmendorfer Strand, Berlin. Ja, richtig. Ne, da sind momentan Bilder von dir zu sehen. Da sind Bilder von mir zu sehen. Hamburg ist es Mittelweg 111. Die anderen weiß ich gar nicht. Timmendorf und Berlin, wie gesagt. Und das sind ja nur kleine Auszüge, da hängen vielleicht 10, 15 Stück. Ja. Der Interessent sollte aber das mal wagen, mit dem Zug 40 Minuten nach Lübeck zu fahren. Da hat er über 300 Exponate in der größten Galerie überhaupt in Lübeck. Ja. Und ich lebe nach diesem Credo dort, da wo ich lebe, möchte ich arbeiten und dort wo ich arbeite, möchte ich auch ausstellen. Das wollen wir nämlich noch einmal kurz erklären. Du bist ja Hamburger, in aller Welt unterwegs gewesen, aber Hamburger, jetzt aber in Lübeck, weil du dort die ideale Location gefunden hast, wie man sagen so würde. So sieht's aus. Also leben und arbeiten unter einem Dach. Ja, und ausstellen. Und ausstellen. Vor allen Dingen ausstellen, auch unter einem Dach. Wäre in Hamburg sicherlich irgendwo auch zu finden, aber unbezahlbar in der Größe. Das sind knapp 300 Quadratmeter, ja, darf ja, man sagen. Ja, knapp 300 Quadratmeter habe ich. Und da finden dann meine berühmten Treffen, den Lübecker Salon, den ich kreiert habe, statt. Und da kommen also interessierte Menschen. Und ich denke mal, der an meinen Arbeiten interessiert ist, sollte das mal riskieren, 40 Minuten mit dem Zug nach Lübeck zu fahren. Das ist praktisch, weil ich sehe das jedes Mal und höre es auch jedes Mal, wenn da Leute kommen. Nee, das gibt's doch nicht. Ist tatsächlich so. Doch, bei Jörg Petersen. Das in Lübeck? Ja. Doch, das gibt's. Ich lebe auch hier. Die kommen im Grunde genommen zu mir nach Hause, wenn man so will. Aber das gibt's bei mir nicht, weil alles, bei Picasso war es nicht anders. Ich will mich jetzt nicht mit Herrn Picasso vergleichen. Aber von der Art genau und Weise zu arbeiten und zu leben vielleicht. Genau, ne? Das war's. Das ist in der Ägidienstraße 29. So sieht's aus. Da gibt's übrigens auch diesen Bildband, wer sich dafür interessiert. Kann man exklusiv bei dir bekommen. Jörg, ich sage vielen Dank für den Besuch im Studio. Aber das war gern geschehen. Und gern bis zum nächsten Mal. Ja. Herzlichen Dank nochmal. Tschüss. Und wir sind gleich zurück, liebe Zuschauer. Nach einer kurzen Werbepause hier im Frühcafé am Freitag bleiben Sie gerne bei uns. Bis gleich.